Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video anschauen, wie wir die Spielerview in die Gesamtansicht integrieren können mit dem, was wir da vorher gemacht haben und wie wir dann auch auf diese Gesamtansicht, also auf das Hauptfenster sozusagen, das Model View View Model Pattern anwenden können. Und deswegen gehe ich jetzt hier eben ins Hauptfenster. Und dieses Hauptfenster soll jetzt eben im Prinzip aufgeteilt werden in drei Spalten und hier unten noch in zwei Reihen. Und das Ganze soll eben wie folgt aussehen, dass wir jetzt hier auf der linken Spalte Spieler 1 und auf der rechten Spalte Spieler 2 darstellen. Und in der Mitte soll bitte das Spielfeld für 4 Gewinn dargestellt werden. Und im Prinzip geht es eben darum, dass man das Model View, View Model Pattern natürlich durch all seine Ansichten durchzieht, sei es eben auch, dass wir das bei gesamt komponierten Ansichten haben, als auch bei Einzelansichten, die eigentlich für sich stehen. Und deswegen werde ich hier jetzt eben eine neue Klasse erstellen, die sozusagen das Main Window View Model darstellt. Okay, und wenn ich jetzt mit dem Model View View Model Pattern in einer zusammengesetzten Ansicht, so wie es das jetzt hier beim Main Window der Fall ist, das Ganze darstellen möchte, dann werde ich eben jetzt mal hier mich an die entsprechenden Sachen binden. Und zwar werde ich hier jetzt eben ein Content Control einführen, das Spieler 1 darstellt. Und ich werde ein Content Control einführen, das hier in Spalte 2 liegt, oder Grid Column 2, also hier drüben rechts sozusagen. Und dieses Content Control soll eben dann jeweils die Spieler darstellen. So, und dann gucken wir uns das Ganze doch mal an, wie das aussehen kann. Wir werden hier jetzt eben uns an ein View Model binden, das sozusagen innerhalb des Main Window View Models gekapselt wird. Und das Ganze wird eben so aussehen, dass wir in dieser Klasse Main Window View Model hier jetzt eine Liste von Spieler View Model haben. Und die Spieler View Models. Und die lassen wir uns eben per Konstruktor übergeben. Und die kann man auch wiederum auslesen. Hoppala, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich wollte hier bloß die Usings entfernen. Und ich habe jetzt hier direkt mit der Klasse angefangen, aber ich werde natürlich hier erstmal das iMainWindowViewModel mir als Interface erstellen, damit ich hier eben festlegen kann, was denn der Nutzer überhaupt sehen oder was die entsprechenden ViewModel-Klassen denn überhaupt hier sehen können sollen. Und ich mache hier eben SpielerViewModels, die ich mit einem Getter auslesen kann. Und dann brauchen wir meines Erachtens auch ein Spielbrett View Model. An das ich mich hier irgendwie, dass ich darstellen soll. Und hier werde ich jetzt eben mal ein Interface dazu erstellen, das ich gleich in eine eigene Klasse schiebe. Wie das auch immer dann ausschaut, das werde ich mir später überlegen. Aber prinzipiell sieht das Ganze hier jetzt erstmal so aus. Und ich möchte natürlich in meinem neuen Main Window View Model auch dieses iMainWindowViewModel, dieses Interface hier implementieren.
Und ich lasse ja tatsächlich erst nochmal dieses Spielbrett ViewModel frei, weil ich mir noch gar nicht so richtig im Klaren bin, wie das dann letztendlich aussehen soll. Mir geht es jetzt eigentlich bloß um die Spieler-ViewModels, die ich jetzt hier habe. So, und natürlich kann ich mir dann auch wieder eine Klasse mit Beispieldaten hier erstellen, damit man sozusagen im Visual Studio Designer etwas für das Main Window View Model sehen kann. Und ich mache hier eine Main Window View Model Sample Data Klasse, die eben hier jetzt dieses ein Main Window View Model Interface implementiert. Und auch hier gebe ich für die das Spielbrett erstmal bloß null zurück. Das werde ich später noch ändern. Aber ich kann mir jetzt eben durchaus auch mal hier eine Liste von Spieler-View-Models erstellen. Dazu erstelle ich mir hier eben ein Feld und sage, dass dieses Ding read-only ist. Und ich kann mir dann wiederum einen Konstruktor schreiben, in dem ich jetzt eben diese Sache hier stelle. Das ist eben bitte eine neue Liste von iSpielerViewModel. Und hier werden wir jetzt eben diese SpielerViewModelSampleData-Klasse, die wir schon vorher geschrieben haben, mit einsetzen. Das heißt, ich werde jetzt zwei Spieler zu dieser Collection hinzufügen. Einfach ein Add, nicht All, Entschuldigung. SpielerViewModels draus. Und ich mache ein Add mit einem neuen SpielerViewModelSampleData. Und hier haben wir Spiel. Und ich mache hier eben noch einmal ein Add mit New SpielerViewModelSampleData. Und hier werde ich dann vielleicht mal was anpassen möchten. Wie zum Beispiel, dass ich hier sage, das ist an der Reihe gleich false ist. Und ich werde hier, glaube ich, noch einen Konstruktor einführen, sodass ich diese Sachen hier anfügen kann. Und der hat eben Spielername mit String natürlich und dann eine Farbe. Und brauche ich sonst noch was? Eigentlich nicht. Und dann werde ich diesen ganzen Code hier runtersetzen. Bis auf diese beiden Sachen. Und hier dann eine Konstruktorverkettung machen, dass ich eben diesen Konstruktor aufrufe mit PlayerB standardmäßig. Und einer neuen Farbe, die eben 0, 0. 128 hat, meinetwegen. Und dann können wir diese Zeilen hier rausnehmen. Und wir haben dadurch die bestehenden Sachen nicht gebrochen. Wir haben weiterhin den Standardkonstruktor, sodass wir eben diese Klasse auch als Design-Kontext im XAML einsetzen können. Aber wir haben hier jetzt noch einen zusätzlichen Konstruktor, der eben auch parametriert ist, sodass ich unterschiedliche Namen und eine unterschiedliche Farbe hier mit reingeben kann. Okay, dann werden wir das jetzt hier einsetzen, dass wir eben sagen, wir hätten gerne, normalerweise sollte man jetzt hier, genau, Player A und eine neue Farbe, die so ein bisschen rot ist. Hier eben mit angeben und hier werden wir sagen Player B und der ist ein bisschen blau und nicht an der Reihe.
So, und wenn wir das gemacht haben, können wir eben diese Spieler-View-Models hier mit diesem Collection, die wir erzeugt haben, setzen. Wir können sogar noch einen Collection-Initializer verwenden, wenn wir das denn möchten. So. Okay. Und was wir jetzt eben machen können, ist, dass wir, genauso wie wir das vorher auch schon gemacht haben, ich werde hier jetzt erstmal alle Dokumente schließen und hier jetzt wieder ins Main Window View Model zurückkehren. Contents Controls sind eben dazu gedacht, dass sie Content darstellen. Und also das ist eine der Basisklassen WPF, die eben unter anderem auch für alle Controls genutzt werden, die irgendwie Inhalt darstellen können, wie der Button beispielsweise und so weiter. Sie hat eben im Wesentlichen eine Content-Eigenschaft, das ist das Wichtigste, und alles, was man da reinsetzt, und das können auch ganz normale Objekte sein, die dann eben nicht zur WPF-Vererbungshierarchie gehören, auch die kann ein Content-Control darstellen. Und was ich hier jetzt machen werde, ist ganz einfach ein Binding. Ich werde es noch nicht machen, ich werde mir erstmal kurz den Data-Kontext für das Design hier erstellen. Also ich mache hier eben, Moment, achso, er hat das hier noch gar nicht eingefügt. Das heißt, wir müssten mal ganz kurz hier aus der Spieler-View diese Namespaces uns mitholen. Dass das Ganze so aussieht. Okay, und hier können wir jetzt eben von Window den Data-Kontext für den Designer setzen. Und hier setzen wir rein ein Main-Window-Sample-Data-Objekt. Und kompilieren das einmal. Und jetzt können wir unsere Bindings auch ordentlich setzen. Ich fange jetzt eben hier an, dass ich hier ein Binding mache. Und jetzt müssen wir einen etwas schwierigeren Pfad machen, als vorher das möglich war. Ich müsste hier jetzt nämlich auf die Spieler-View-Models gehen. Und hier kann ich, glaube ich, auch einen Indexer-Syntax angeben, dass ich hier nämlich auf den ersten Eintrag in den Spieler-View-Models hin möchte. Und genauso werde ich das jetzt hier machen, dass ich hier eben wiederum ein Binding mache auf die Spieler-View-Models, aber eben hier auf 1. Und was wir hier jetzt sehen im Designer oben, ist, dass schon sozusagen dieses View-Model erkannt wird, aber ist eben bloß nur ein View-Model und auf diesem Objekt wird einfach toString aufgerufen und dann hier innerhalb des Content Controls dargestellt. Was es aber in WPF auch gibt, ist ein sogenannter Templating-Mechanismus, und Templates sind eben Verknüpfungen zwischen Views und Daten, die eben nicht innerhalb der WPF-Vererbungshierarchie enthalten sind. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie so ein Data-Template ausschaut. Ich gebe diesem Data-Template jetzt wieder mal einen Key, das ist eben ein Spieler-View-Model-Data-Template. Und ich kann hier einen Data-Type festlegen. Den könnte ich beispielsweise auf X-Type I. Also hier müsste ich jetzt erstmal auf Lokal gehen. Spieler-View-Model geben, oder eigentlich bräuchte ich iSpieler-View-Model. So, und innerhalb diesem Data-Template kann ich jetzt eben angeben, wie denn ein solches View-Model auszusehen hat. Und genau das habe ich ja schon beschrieben, nämlich in der Spieler-View. Das heißt, wenn sozusagen irgendwo auf ein iSpieler-View-Model-Objekt getroffen wird, dann soll bitte eine Spieler-View stattdessen dargesetzt werden. Und der Vorteil beim Data-Template ist natürlich auch noch, dass dieses Objekt hier, dieses Spieler-View-Model, das da erkannt wird,
soll bitte auch noch auf den Data-Kontext von diesem Element hier gesetzt werden. Also es ist ein relativ komplizierter Prozess, der dahinter steckt, aber im Prinzip kann man über Data-Templates seine Views mit den View-Models sehr einfach verbinden. Okay, und dann können wir jetzt eben sagen, dass das Template, was jetzt hier verwendet werden soll, bitte eine Static Resource ist auf dieses Data-Template. Was haben wir? Cool. Achso, Entschuldigung. Ich darf hier nicht das Content-Template nehmen, das ist natürlich Blödsinn. Die Template, sondern ja, einmal hier. Und ich hoffe, genau, jetzt kann er hier eben den Spieler A darstellen. Ihn hier unten aber noch nicht, weil hier eben das Content-Template noch fehlt. Das heißt, ich muss hier auch eben die statische Ressource Template-Data hier festlegen. Und wir sehen jetzt hier, er ist an der Reihe und er noch nicht. Und damit man das ordentlich machen kann, werde ich jetzt hier mal die Breite auf 1080 tatsächlich erhöhen. Entschuldigung, das war die Höhe. Die setzen wir mal so auf 1900 ganz grob. Ja, vielleicht mal 1850, wenn wir das bei mir hier im Vollscreen laufen lassen und die Breite auf 1080. So, und dann gucken wir uns das mal hier so im Verbund an, wie das aussieht. Jetzt habe ich es schon wieder falsch gemacht. Also ich wollte hier tatsächlich die Höhe auf 1080 und das hier so auf 1920 ist die Breite. Und hier können wir mal so auf 1000 Einheiten gehen. Jetzt sind wir ungefähr da. Entschuldigen Sie meine geistige Verwirrtheit. So, aber so kommen wir jetzt ungefähr hin, wo wir hinwollen. Wir sehen hier jetzt eben, dass wir hier in etwa, wenn wir im Fullscreen laufen, und das können wir ja auch mal einschalten, das macht man über den Window State, den setzt man einfach auf Maximized, was eben gleichbedeutend ist, wie dass das Fenster maximiert ist. Und ansonsten könnte man noch ein paar andere Sachen festlegen, wie die Window Startup Location mit Center Screen, dass das Fenster halt standardmäßig in der Mitte aufgeht. Und wenn man diese Sachen dann setzt, dann kriegt man auch die entsprechenden Möglichkeiten. Also hier, so, eigentlich wollte ich hier die Design Height und die Design Width festlegen. Das werde ich mir nochmal schnell aus der hier rausholen. Das sind leider halt Sachen, die noch nicht so passen. Aber okay, anscheinend geht das bloß ordentlich bei User Controls und nicht bei Fenstern. Okay, und deswegen würde ich hier auch noch sagen, hier gewinnt in dem Titel. Okay. Aber hier wird jetzt eben tatsächlich mal das entsprechende View Model angezeigt und ich benutze eben keine tatsächlichen Controls oder dass ich mir jetzt hier eine View instanzieren würde. Das könnte man, wäre vielleicht auch nicht so schlimm, wenn man hier sagt, dass man hier tatsächlich eine Spieler-View instanziert und dann den Data-Kontext mit einem Binding auf das entsprechende View-Model setzt. Das wäre meines Erachtens eigentlich auch noch okay. Aber ich habe es jetzt mal eben gezeigt, wie man das mit Content-Controls und Data-Binding machen kann. Okay. Und dann kann man sich eben auch überlegen, wie man jetzt hier die Aufteilung macht. Man könnte jetzt zum Beispiel mal versuchen, das auf Auto zu setzen. Das fände ich ehrlich gesagt gar nicht mal so gut. Man könnte hier dann noch natürlich festlegen, dass man hier den Margin noch etwas erweitert, dass man eben nach links und rechts mal 30 Elemente Platz lässt. Und das Gleiche müsste man natürlich hier unten machen. Also prinzipiell würde ich dann vielleicht noch später irgendwann dazu übergehen, dass man hier eben mal die
Es gefällt mir immer noch nicht so ganz. Was hat der jetzt eine Breite von 217? Ah, okay. Das ist, glaube ich, auch noch nicht das, was ich möchte. Ich werde vielleicht hier doch nicht auf Auto gehen. Ich werde hier jetzt mal 250 Einheiten fest dafür zuschreiben, 250 Einheiten fest für ihn. Und in der Mitte kann sich dann das Spielfeld tatsächlich ausbreiten. Genau, ich glaube, das ist besser. Und damit wir nicht ganz an der Ecke kleben, werde ich dieses Grid, was wir hier haben, noch mit einem Abstand von, naja, sagen wir mal 10 Einheiten hier rausholen, damit wir nicht so an der Ecke kleben. Okay. Eine Sache werde ich noch machen, dass ich hier unten einen Textblock mit erstelle, in dem dann drin steht, meinetwegen, Spieler A hat gewonnen, Ausrufezeichen. Also das ist dann eben der sogenannte Ergebnistext und den setze ich eben in Reihe 1, Spalte 0 und dem gebe ich eine Column Span von 3, sodass der sich über den ganzen unteren Bereich erstrecken kann. Dann mache ich ein Horizontal Alignment von Center und ein Vertical Alignment von Center. Und dann gebe ich ihm natürlich noch eine andere Font Family. So go UI Light wäre hier vielleicht wieder angebracht, weil das ein wichtiger Text ist. Oder vielleicht nehmen wir Semibold, wenn es ein wichtiger Text ist. Und wir machen hier eine Font Size von, nehmen wir doch mal tatsächlich so, ich glaube 40 hatten wir verwendet. So würde das aussehen. Dann kann man noch mal ein bisschen rumspielen. Schaut es light besser aus? Meines Erachtens schon. Und das ist dann eben dieser Textblock. Auf dem man jetzt eben setzen kann, dass, also hier würde ich dann wieder ein Binding auf das ViewModel setzen, wo dann eben drin steht der Ergebnistext. Oder eventuell hole ich mir hier auch noch den Gewinner mit rein, tatsächlich. Also, dass ich hier sage, dass ich mir ins Main Window View Model hier den DI das View Model dazu hole, der gewonnen hat. Oder eigentlich würde das Spiel erreichen. Eben der Gewinner, dass ich hier noch ein Get habe. So, und hier brauche ich dann eben dieses Element. Und hier könnte ich dann spaßeshalber mal zurückgeben, Spieler wie Models an der Stelle 0 und der Spieler. Den hier in den Beispieldaten zurückgebe, dann brauche ich auch dieses Feld nicht. Und dann kann ich eben nochmal ins Main Window zurückgehen. Entschuldigung, jetzt bin ich ganz woanders gelandet, gar nicht da, wo ich wollte. So, und ich kann mich jetzt hier eben direkt an den Gewinner binden. Und dann werde ich hier wieder einen Konverter einsetzen. Nehme ich mal an, dass das geschickt ist. Und das ist eben jetzt ein Spieler zu Gewinner Text. Konverter.
ich mache hier eine Klasse, die eben wieder iValueConverter implementiert, so wie wir das schon öfters gesehen haben. So. Und dann können wir eben hier uns anschauen, vielleicht, ich weiß nicht, eigentlich kann man sich das doch ein bisschen einfacher machen. Ich werde es doch nochmal kurz anders machen. Also was ich halt gemacht hätte, ich hätte jetzt diesen Spieler genommen und den hier umgewandelt. Was ich jetzt aber, glaube ich, eigentlich machen möchte, ist, dass ich nochmal in die Abstraktion reinschaue und hier eben keinen Gewinner erwarte, sondern hier hätte ich einfach gern einen String. So, auf diese Art. Und das wollte ich nicht. Ich hätte gerne das hier. Hier brauche ich jetzt eben einen String, Gewinnername. Habe ich den hier mit getSet? Nee, natürlich nicht. Gut. Genau, und hier gebe ich dann einfach den Namen des entsprechenden Spielers zurück. Und das muss ich eben auch hier noch mit implementieren. Das mache ich aber später. Anyway, ich kann jetzt eben auf den Namen gehen und dann brauche ich, glaube ich, auch keinen Gewinner, sondern ich binde mich hier auf den Gewinnername. Genau, hier sieht man jetzt eben Player A bloß stehen. Und hier mache ich dann eben auch ein String-Format wieder, so wie man das vorhin gesehen hat. Dann escape ich eben wieder hier diese hat gewonnen.